Gott ist für dich, er liebt dich. Ich weiß nicht, wie es dir momentan geht, aber jeder von uns kennt Zeiten der Prüfungen. Und vielleicht hast du auch schon mal diese Geschichte gehört von dem Menschen, der mit Gott zusammen die Fußspuren im Sand anschaut, also Spuren im Sand heißt es, und in den schwierigen Zeiten nur eine Spur erkennt und Gott fragt, Herr, wo warst du in diesen meinen schwierigsten Momenten? Hast du mich da allein gelassen? Und Gott sagt, nein, da habe ich dich getragen. Oder du kennst das Zitat, während der Prüfung schweigt der Meister, der Lehrer. Heute geht es um 4 Briefe. Es ist die Vision einer Bekannten. Du darfst gern die Augen schließen, ich versuche sie dir zu erzählen. Die Frau rede ich in Ich-Form, also ich sage nicht sie hat, sondern ich. Ich befinde mich mit Jesus auf einer schönen Wiese. Vor uns sind 3 Gebäude zu erkennen. Er sagt zu mir, du musst alleine da reingehen. Gib mir einen Brief mit. Ich gehe rein. In dem Gebäude befindet sich ein Schwimmbad. Das Ende des Raumes ist zu sehen, die Türe. Und es ist nur zu erreichen durchs Wasser hindurch. Ui, ich habe gar keine Badesachen dabei. Naja, was soll's. So steige ich rein und in diesem Moment fängt ein Sturm an zu toben und das Einzige, was ich mich frage in dem Augenblick ist, wie um Himmels Willen ist es möglich, in einem geschlossenen Raum einen Sturm zu haben. Ich kämpfe mich vorwärts, aber es bringt nichts, so gehe ich wieder zum Anfangspunkt zurück. Aha, wenn ich es schnell mache, bin ich vielleicht schneller als das Wetter. Aber auch der zweite Versuch scheitert. Plötzlich kommt mir der Brief in den Sinn. Aber wahrscheinlich ist er kaputt, zerstört durchs Wasser, nicht mehr leserlich. Ich hole ihn hervor. Er sieht so aus, wie wenn er nie im Wasser gewesen wäre. Und ich lese die Zeilen. Es sind Bibelstellen von Menschen, die sich in Not befanden, wo ihnen das Wasser bis zum Hals stand, in Stürmen. Und so gehe ich wieder ins Wasser, der Sturm fängt an und ich hole mit letzter Kraft den Brief hervor und fange an, die Bibelstellen zu zitieren. Und plötzlich habe ich das Ende des Raumes erreicht, also des Beckens. Ich steige aus dem Wasser, gehe zur Türe und draußen wartet Jesus auf mich, der mich in seine Arme schließt. Ich will mich zuerst wehren, weil ich will ihn ja nicht nass machen. Aber als ich an den Kleidern drunter blicke, ist alles trocken, wie wenn ich nie im Wasser gewesen wäre und ich fühle mich sehr erfrischt. Jesus freut sich darüber, dass ich es durch den Sturm geschafft habe. Weißt du, sagt er, Stürme gehören zum Leben dazu und selbst Gott verhindert nicht alle von ihnen. Doch ein Sturm kann dich erst überwältigen, wenn du vergisst, dass Gott bei dir ist und dir helfen möchte. Wir gelangen zum zweiten Gebäude. Es sah von außen genau aus wie das erste und ich erahnte eine weitere Prüfung. Kommst du wieder nicht mit? Fragte ich. Nee, das widerspräche der Natur der Sache, meinte er und klopft mir auf die Schulter und sagt, das schaffst du. Also betrete ich das zweite Gebäude alleine. Kaum habe ich die Tür geöffnet, schlägt mir eine beißende Hitzewelle entgegen und wenn meine Kleider nicht schon trocken gewesen wären aus unerklärlichen Gründen, jetzt wären sie es definitiv. Im ganzen Raum sind in engen Reihen Feuersäulen. Sie stehen so nah beieinander, dass an ein Hindurchkommen nicht zu denken ist, wenn ich nicht selbst als lebende Feuersäule enden möchte. Diesmal will ich keinen Testversuch starten, um zu wissen, dass ein solches Vorgehen von Anfang an zum Scheitern verurteilt sein wird. Also hole ich den Brief aus der Tasche und fange an, laut zu lesen. Die Bibelstellen handeln von Mut, Kampf und Sieg und ich schwinge die Worte wie ein Schwert gegen die Feuersäulen von mir. Nichts geschieht.
Das lässt mich ein wenig ratlos zurück. Aus Mangel an Alternativen lasse ich dieselben Verse noch einmal vor. Wieder blieben die Säulen unbeeindruckt. Doch als ich bei der letzten Zeile angekommen war, begann die Feuersäule direkt vor mir zu zittern und löste sich vom Boden. Als würde sie von einer unsichtbaren Kraft nach oben gezogen werden, schwebte sie aufwärts, bis sie wenige Zentimeter schräg über meinem Kopf zum Stehen kam. Zaghaft tat ich einen Schritt nach vorne. Ich stand nun unter der Feuersäule, die in diesem Moment glücklicherweise nicht wieder herabfiel, um mich in ihren Flammen zu verzehren. So weit, so gut. Ich las den Brief ein weiteres Mal. Der Inhalt, die Bibelstellen waren wohl nicht zufällig gewählt, denn tatsächlich musste ich mich Meter für Meter durch den Raum kämpfen, als würde ich eine Schlacht gegen das Feuer führen. Wieder und wieder zitierte ich diese Verse, sodass die Säule eine nach der anderen einen Weg freigaben, der mich in labyrinthartigen Windungen durch den Raum führte. Links und rechts von mir brannte das Feuer mit einer solchen Hitze, dass die Haut unter meinen Kleidern sich bald anfühlte, als würde sie glühen. Schweiß lief in kleinen Bächen über mein Gesicht, hinunter auf meine Kleidung, die es gleich aufsaugte und die in diesem Moment von der Hitze wieder getrocknet war. Doch ich machte gut Boden wett und nach nicht allzu langer Zeit hatte ich den Ausgang erreicht und stand wieder im Freien, wo mir ein angenehmer Wind entgegenwehte. Ich sah nach meinen Kleidern, um zu sehen, wie viel davon Opfer des Feuers wurde. Ich roch daran, aber sie waren weder kaputt noch beschädigt, noch roch es nach Feuer, nach Rauch, meine ich. Es war, wie wenn ich nie in dem Raum gewesen wäre. Ich fühlte mich auf eine seltsame Art noch sauberer, als ich es nach dem Schwimmbad gewesen war, als hätte das Feuer den restlichen Schmutz aus meinen Kleidern und von meiner Haut gebrannt. Tapfer gekämpft, sagte Jesus, der mich wieder mit offenen Armen erwartete. Es ist nicht immer einfach durchzuhalten, wenn alles um einen herum zu brennen droht. Ja, ich hatte durchgehalten. Das Wissen darum, die zweite Prüfung gut überstanden zu haben, gab mir genug Selbstvertrauen, um auf das letzte Haus zuzugehen. Ich war bereits im Begriff zu gehen, als Jesus mir nachrief, Hallo, der Brief. Den hatte ich ja komplett vergessen. Er holte mich ein und gab ihn mir. Ich nickte ihm zu mit dem Ausdruck der Entschlossenheit und betrat das dritte Haus. Aber was war das? Ein Dampfbad. Ich konnte vor lauter Nebelschwaden nicht mal die Hand vor Augen sehen, geschweige denn, wie sollte ich jetzt das lesen, was da stand? Es gab nur eine Möglichkeit, wieder rauszugehen, wo Jesus immer noch stand. Weißt du, Jesus, ich kann den Brief da drin nicht lesen. Du, niemand hat gesagt, dass du es erst drinnen lesen darfst. Ah ja, logisch, ich kann es ja schon draußen lesen. Ich hielt ihn also den Brief noch in der Hand und begann einfach zu lesen. Es war die Geschichte von Jesus, der blinde Menschen sehend gemacht hatte, sei es im wörtlichen oder übertragenen Sinn, und ihnen so den Weg gezeigt hat. Ich versuchte, Bibelstellen auswendig zu lernen. Und da, während ich das tat, dachte ich, Mann, ich hätte mir so viel Mühe erspart, wenn ich das von Anfang an so gemacht hätte, bei den anderen Prüfungen, bevor ich mich in sie stürzte. Ja, es blieb mir in dieser Situation keine andere Möglichkeit, als mein Kurzzeitgedächtnis so viele Bibelstellen wie möglich beizubringen, ehe ich mich wieder in den Nebel traute. Innen hatte sich nichts verändert. Ich begann, die ersten Verse aufzusagen. Die Dampfschwaden, die lichteten sich vor mir ein wenig und so ging ich einige Schritte voran. Dann senkte sich der Dunst wieder auf mich. Also zitierte ich einen weiteren Vers. Auf diese Weise tastete ich mich in kleinen Schritten Stück für Stück vorwärts, ohne dass ich irgendwo den Ausgang sah oder auch nur die nächsten paar Meter erkennen konnte. Weißt du, das Zwielicht und die Monotonie der grauen Schwaden um mich herum zehrten mehr an meinen Kräften als es Hitze oder Feuer, also Hitze, Feuer und die Kraft des Wassers getan hatten. Da ich zu keinem Zeitpunkt wusste, wie weit ich bereits gekommen war, ob ich auf dem richtigen Weg war, krochen nach und nach immer dunklere Gedanken in meinen Kopf. Ich dachte ans Aufgeben. Woher sollte ich schon wissen, dass ich mich nicht schon seit langem im Kreise drehte?
Je länger ich mich vorantastete, desto mehr verlor ich das Zeitgefühl. Wie viele Stunden lief ich schon in dieser Suppe? Oder waren es vielleicht Tage? Ich schrie zu Gott, er möge mir doch helfen. Wie konnte es sein, dass ich bei dieser letzten Prüfung derart versagte? Ich habe mich doch im Sturm und bei den Feuersäulen so gut geschlagen. Schade. Zu allem Überfluss fielen mir plötzlich die Bibelstellen nicht mehr ein. Es war alles wie leer im Gehirn. Oder fast wie wenn man sich in der Phase des Einschlafens befindet, in der Einschlafphase, wo einem nach und nach die Gedanken entgleiten und man plötzlich nicht mehr weiß, was man vor 10 Sekunden gedacht hat. Schließlich übermannte mich so eine geistige Erschöpfung und die gefühlte Sinnlosigkeit des Ganzen und ich setzte mich auf den kalten Steinboden. Es kam mir so vor, als würde der Nebel mich verspotten. Der Ausgang ist direkt vor dir, schien er mir ins Ohr zu flüstern. Zu schade, dass du ihn nicht sehen kannst. Und als wollte er mich endgültig lächerlich machen, lichtete sich der Nebel auf einmal und ich konnte den Weg zurück zum Eingang erkennen. Du hast es versucht, war die eindeutige Botschaft. Gib auf! Ja, was würde schon passieren? Wäre Jesus stark enttäuscht? Würde er mir einen weiteren Brief geben? Noch mehr Bibelzitate? Was weiß ich? Doch der Gedanke ans Aufgeben war noch schwerer zu ertragen als diese Sinnlosigkeit. Ich rappelte mich ein letztes Mal hoch, stolperte ein paar Meter entlang, die er mir mit heulenden Grinsen freigab. Ich begann zu weinen, nicht aus Ärger oder Trauer, sondern einfach aus Erschöpfung. Kalte Tränen liefen meine Wangen runter, tropften auf mein Kinn und verschwanden im Nebel. Doch mit einem Mal spürte ich, dass ich nicht mehr allein war. Jemand ging neben mir. Und auch wenn ich nicht sah, wer es war, so wusste ich, dass es Jesus ist. Weil seine Gegenwart mir in der Zwischenzeit so vertraut war, dass ich sie selbst erkannte, wenn ich ihn nicht sah. So glücklich ich über seine Anwesenheit war, so hemmungslos ließ ich im selben Moment all meinen Frust und meine Erschöpfung an ihm aus. Was soll das hier? Schrie ich. Wo bist du? Ich irre hier seit Stunden durch den Nebel. Ich kann nicht mehr. Er antwortete nicht, doch im nächsten Augenblick nahm er meine Hand und führte mich. Und plötzlich hörte ich seine Stimme ganz nah bei mir. Ich weiß, sagte er, diese Prüfung ist die schwerste von allen. Sie sieht leichter aus als alle anderen Prüfungen und gerade deshalb ist sie so gefährlich. Nur wenige schaffen es, der Versuchung zu widerstehen, nicht zurückzugehen, wenn sich ihnen die Möglichkeit bietet. Immerhin etwas, dachte ich. Es ist nicht immer leicht, für ein Ziel zu kämpfen, das man sieht. Erst wenn dir die Sicht genommen wird, zeigt sich, wie groß dein Vertrauen wirklich ist. Ich war zu müde, um irgendwas zu erwidern, und so trottete ich wortlos hinterher. Aber komm, sagte er, wir haben fast geschafft, schließe deine Augen und vertraue mir. Vertrauen, ui, das ist jetzt ein Schwachpunkt von mir. Schon oft hatte sich das als großer Fehler in meinem Leben gezeigt, zu vertrauen. Aber ich wusste, dass ich allein auf mich gestellt diesen Raum niemals durchqueren könnte, niemals das Ende sehen würde oder erreichen würde. Aber der Gedanke behagte mir nicht, die Kontrolle abzugeben und meinen Weg vollends in seine Hand zu legen oder zu geben. Ich hörte ihn in meinem Kopf, obwohl er nichts sagte. Vielleicht hatte sich Gott diesen Moment genau deshalb ausgesucht, um mein Vertrauen zu testen. Und wie immer hatte er recht. Es macht ja noch kaum noch einen Unterschied, ob ich die Augen offen lasse oder zu. Wann wäre es leichter, dem Ganzen eine Chance zu geben, als jetzt und hier? Also ich gab mir einen Ruck, schloss die Augen und hatte nun endgültig keinen anderen Anhaltspunkt mehr, außer dem Gefühl des Bodens unter meinen Füßen und der Hand von Jesus, die mich führte. Eine tiefe Unruhe bekam ich, weil mir bewusst war, wie hilflos ausgeliefert ich in diesem Moment war. Doch nach und nach entspannte ich mich und auch mein krampfhaftes Händedrücken konnte ich ein bisschen lockern. Ich hatte mir fast die Fingerknochen gebrochen. Nach einer Weile begann sich ein Gespräch zwischen uns zu entwickeln und ich hatte beinahe vergessen, wo wir waren und was mich eigentlich so bedrückt hatte. Im nächsten Moment ließ er meine Augen
meine Hand los und ich öffnete die Augen und sah, dass der Nebel gelichtet war und wir vor dem Ausgang standen. Du hast es geschafft, feierte Jesus mich. Er war jetzt klar sichtbar neben mir zu sehen. Und weil seine Hand mich so lange geleitet hatte, war es so ungewohnt, sie jetzt loszulassen. Du meinst wohl wir, sagte ich, während wir ins Freie traten. Ohne dich wäre ich, weiß ich nicht, wo noch im Nebel. Verstehst du immer noch nicht? Fragte er. Es ging nie darum, dass du diesen Raum allein bewältigst. Die Prüfung bestand nicht darin, durch den Nebel zu finden. Das schafft niemand. Es ging darum, im entscheidenden Moment die Kontrolle abgeben zu können. Ich weiß, dass das die schwerste Prüfung von allen ist, denn es ist nicht einfach loszulassen und blind zu vertrauen. Diese Entscheidung zu treffen kostet viel Überwindung. Ich war sprachlos. Er hielt mir einen Umschlag entgegen. Hier ist dein letzter Brief. Lass uns auf die Bank da drüben auf der Anhöhe zwischen den Bäumen gehen und uns ein wenig hinsetzen. Ich setzte mich, genoss die Aussicht, sah die Umgebung, schließlich kramte ich den Brief hervor und las ihn. Es war ein Liebesbrief. Jemand hatte mit den schönsten Worten, welche die menschliche Sprache hervorbringen kann, seine unendliche, leidenschaftliche Liebe für mich in diese Zeilen hineingegossen. Wie Zucker sich im heißen Tee auflöst, gingen die Worte direkt in mein Herz und wärmten es mit Freude und Dankbarkeit. Ich war glücklich. Ich hoffe, du kannst aus der Geschichte was mitnehmen. Und denk daran, wir sind im neuen Bund, wir greifen auf die göttliche DNA zurück, dann sind wir mehr als Überwinder, können über Mauern springen. Alles muss uns zum Besten dienen. Mit Senfkornglaube können wir das, was uns entgegensteht, dem Riesen sagen, wirf dich ins Meer. Alles ist möglich, dem der glaubt. Wo wir erschöpft sind, Jesus ist es nicht. Wo wir müde sind, Jesus ist es nicht. Wo wir nur Nebel sehen, sieht Jesus klar. Lass uns trauen, ihm zu vertrauen. Ein schönes Wochenende.